Zu den Künstlerinnen und Künstlern, die ich am meisten bewundere und ihre Arbeit seit Jahrzehnten verfolge, gehört Laurie Anderson. Laurie Anderson ist eine Künstlerin, sie malt, sie macht Musik, sie komponiert, sie schreibt Texte. Eigentlich ist sie eine Geschichtenerzählerin und das hat sie so auch mal von sich gesagt. Und sie hat sich über all die Jahre stark gewandelt. Sie ist schon so lange eigentlich im Geschäft wie zum Beispiel Paul McCartney oder Tina Turner, also über Jahrzehnte und immer wieder neu. Sie hat auch zusammen mit ihrem Ehemann, der leider gestorben ist, gearbeitet, mit Lou Reed. Und ja, eben sie ist die Geschichtenerzählerin, sagte ich schon. Und das merkt man hier besonders. Sie hat nämlich hier eine Art Tagebuch gemacht. Das heißt Nothing in My Pockets. Und das ist ein schönes Büchlein, das ich sehr liebe, wo es eben auch Fotografien drin hat. Hier sieht man es zum Beispiel, wo sie eine Art Fotografie-Tagebuch eigentlich auch gemacht hat, in dem Sinn visuelle Notizen. Aber das ganz Besondere daran ist, neben den Tagebucheinträgen, dass sie hier vorne drin zwei CDs produziert hat, die eigentlich im Prinzip das Tagebuch des Tagebuchs sind, nämlich Soundnotizen von diesen verschiedenen Orten, wo sie war. In diesem Jahr 2003, wo sie dieses Tagebuch geführt hat, das dann übrigens 2006 herausgegeben wurde, war sie unter anderem auf Tournee in Italien, sie war aber natürlich auch wieder in den USA, in New York, wo sie lebt, in Manhattan. Und ja, und diese ganz verschiedenen Orte, Stadt und Land und Tiere, hat sie alles aufgenommen und dann aber natürlich bearbeitet, editiert, verfremdet, damit gearbeitet. Und ich lese hier einen Text vor vom 13. Juli. The next night we play in a small park. I'm playing with three other musicians. We play songs and I'm also telling stories. Da hat man's wieder, eben sie als Geschichtenerzählerin. I tell some of the stories in Italian while playing the violin and the foot pedal keyboard. During the last song, I heard this beautiful little melody and I thought, wow, Peter's such a great musician. He's always inventing these cool new parts. But then I looked over at his hands, also ihr Mitmusiker, and they were doing something completely different. And finally the song was winding down and there were only a few notes left, but this beautiful little melody was still going on. And I realized it was coming from a tree next to the stage, just beyond where they had hung all the colored lights. And it was an owl, also eine Eule, die da singt, sozusagen, a little owl. And we were singing a duet and I thought, I can die right now, because life does not get better than this. And we sang a little longer and there was a whole audience of humans out there sitting in the dark listening. Auch das ist etwas Spezifisches, finde ich, für Laurie Anderson. Sie hat nämlich immer wieder mal für Tiere Musik gemacht. Zum Beispiel hat sie mal ein Konzert gemacht für Hunde. Oder eben hier spielt sie mit dieser Eule, die ihrer Meinung nach mitsingt, so wie sie das empfindet. Und ja, zum Beispiel hat sie auch Walgesänge aufgenommen und damit gearbeitet und so weiter. Also das ist etwas, was ich sehr faszinierend finde bei Laurie Anderson, eine sehr vielseitige Künstlerin, die bis heute immer wieder etwas Neues herausbringt, mit dem sie mich überraschen kann. Und ich hoffe auch euch. Das ist eines der wenigen Bücher in dem Sinne, die es gibt. Sonst gibt es vor allem CDs, nur CDs. Also Nothing in My Pockets, entdeckt das doch mal.